Miles, ich habe gehört, im Museum ist eine Gala mit zahlreichen Stars. Wenn ich die fehlenden Stücke finde. Ja. Ich war noch nie... Boah, 4 Punkte. Oh, shit. Nee, nee, wir machen erstmal das hier. Ein Spider-Sprint beim Schwingen oder Gleiten. Oh, das muss ich mir merken unbedingt. Von... Oh. Okay. Netzpeitsche. Einer Gala. Willst du hingehen? Ich dachte, du fragst nie. Was soll ich anziehen? Sieht schwarz, schlichter Glam. Bro, ich muss mich konzentrieren. Klar, viel Glück. Ach, der lädt es auf. Okay, dann ist das für den Arsch. Ich kann nicht glauben, dass jemand sowas tut. Ich habe mich so auf die Ausstellung gefreut, auf das Museum. Ich stecke hier in einer misslichen Lage. Ich meine, Sie wissen, wie sehr mir der Schutz der Geschichte dieser Gemeinschaft am Herzen liegt. Ich weiß. Und deshalb hoffe ich, dass Sie uns trotzdem weiter unterstützen. Okay. Mal sehen, ob die Laster etwas hinterlassen haben. Spider-Man ist hier. Spider-Man, gibt's Neuigkeiten? Ich verfolge ein paar neue Spuren. Ich gebe Bescheid. Ich habe noch zu tun, aber Sie wissen, was ich denke? Für mich geht es darum, die Geschichte zu bewahren. Um jeden Preis. Das sieht aus, als wäre es von einem prähistorischen Gangsterlaster. Ich rieche den Schwefel. Definitiv von einem alten Motor. Vielleicht kann ich es weiter isolieren. Um die Substanz zu identifizieren, muss ich die Verunreinigung beseitigen. Hey, Spider-Man. Wir wissen, dass du hilfst. Nur zu. Danke. Stopp. Jetzt habe ich richtig Scheiße gebaut. Ja, ich habe Kacke gebaut. Genau, weil ich muss das machen. Wie du an Vitamine herstellst. Ist im Breaking Bad. Haben die auch nichts anderes gemacht, oder? Ich hab's. Aromatischer Kohlenwasserstoff. Das wäre nie durch einen Katalysator gelangt. Krokodil, oder? Wird hier hergestellt. Hey Ma, du hattest recht. Der Laster war alt und hat einen einzigartigen Schadstoff hinterlassen. Fantastico. Kannst du ihn aufspüren? Bin schon dabei. Ich habe plötzlich Hoffnung, dass wir tatsächlich alles finden, die Gala veranstalten und das Museum retten können. Wow, 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 wow. Eins nach dem anderen. Okay, ich weiß. Also, pass auf dich auf und sag Bescheid, was du findest. Shit, Schlägerei. Sorry, hab sie nicht gehört. Jedenfalls, wir haben geliefert, was wir hatten. Der Rest ist vom LKW. Ich klein mal ein bisschen Schläge. Ich verstehe, Sir. Wir suchen weiter nach dem letzten Objekt. Er bescheißt uns. Ich hab's doch gesagt. Nein. Er wird bezahlen, wenn wir das Saxophon. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Da ist jemand. Der Typ hat Kohle. Wir müssen ihn nur glücklich. Hey! Passt mal auf, da ist Spider-Man! Hier reicht's. Ich such diesen Typen. Ich bekämpfe Spider-Man bis zum Schluss! Oh shit!
Okay, das waren alle. Öffnen wir den Laster und holen uns die restlichen Museumsstücke. Leer? Sie müssen die Ladung bereits ihrem Boss übergeben haben. Alle Wege führen scheinbar zu diesen Typen. Klingt wie irgendein Handy. Ach so. Okay, da draußen ist also noch was, das sie noch suchen. Chat-App. Ich habe den zweiten Laster gefunden, aber er war leer. Oh nein. Aber eins der Stücke haben sie verloren. Charlie Parkers Saxophon. Oh, Miles. Komm rüber zum CJ Walker Park. Okay. Wieso? CJ Walker Park. Eine unserer Praktikantinnen hat jemanden über ein Saxophon reden Auf jeden Fall. Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt. Na? Sie ist eine Art Bocchenschäda. Also wenn es das ist, das die verloren haben. Oder Miles schickt Cockpicks an Mary Jane. Das sollte er. Man weiß es nicht, ne? Ist still und heimlich. Dieses Saxophon ist unbezahlbar. Nach wem soll ich im Park suchen? Ich habe keinen Namen. Es hieß, ein Trompeter hätte davon gesprochen. Trompeter, alles klar. Danke, mi Adanita. Sag mir Bescheid, was passiert. Te quiero. Könnte schwer werden, mich inkognito umzusehen. Mal sehen, wo ich mich umziehen kann. Okay, wo ist jetzt dieser Trompeter? Hier sieht's viel besser aus als damals, als Fisk und seine Leute das Sagen hatten. Hey, Miles. Steph, was gibt's? Bist du mit Gloria hier? Nee, sie arbeitet. Ich bin gerade angekommen. Ich suche einen Trompeter. Hast du einen gesehen? Ja, Theo ist hier und spielt Trompete. Theo Trompete? Spielt Trompete? Mhm. Ich glaube, er war dort drüben beim Tor. Toll, danke, Steph. Und grüß Gloria von mir. Miles, wie geht's dir? Gut, viel zu tun. Oh ja, auf jeden Fall. Läuft der Friseurladen. Das stimmt, das stimmt. Der Boom, Kumpel. Wie gefallen dir die Dreads? Da schaue ich auch andere Dinge ganz gut. Mal anfangs nicht, aber ich hab sie wohl überzeugt. Ach, geil, ey. Dreh sie einfach weiter. Aber sie sehen gut aus. Danke. Man sieht sich. Danke, Leute. Auch fertig. Sauber. Boah, Crisis könnte ich ja auch noch spielen, ne? Boah, nach Final Fantasy. Hey, Miles. 7. Theo, guter Sound. Genau, genau. Ich wusste gar nicht, dass du Trompete spielst. So lala, so lala. Hey, ich wollte dich anrufen. Als ich vorhin bei Keynote Music war, brachten ein paar Kids ein Saxophon hin, das sie auf der Straße gefunden haben. Ich dachte, es könnte das aus dem Museum sein. Ich möchte niemandem Ärger bereiten. Sie hatten ja gute Absichten. Ja, das könnte gut sein. Meinst du Keynote auf der Cathedral? Ja, sprich mit Eugene. Danke, ich geh mal hin. Die Trompete klingt toll. Hey, Mom, ich habe das Saxophon gefunden und hole es jetzt ab. Ay, bendito. Angela wird so erleichtert sein. Das könnte das Museum retten. Oh, shit. Hey, wusstest du, dass Theo Trompete spielt? Und das ziemlich gut. Werde ich jetzt schon müde? Der ganze Park hat gefeiert. Genau darum ist das Museum so wichtig. Musik bereichert unsere Gemeinde und bringt uns zusammen. Spricht da meine Mutter oder Stadträtin Morales? Beides. Sei vorsichtig, Miko. Oh-oh. Das sieht nicht gut aus. Hey, Spider-Man! Ich wollte es gerade in deiner App melden. Hey, Spider-Man! Was ist dir passiert?
Ein paar fiese Typen haben Eugene gerade weggezerrt. Da stimmt was nicht. Sie sind da lang. Danke, ich sehe es mir an. Ich sollte mal nach Hinweisen scannen. Der kriegt jetzt Prügel. Ich höre schon. Ich weiß echt nicht, wovon ihr redet. Komm schon. Leute, wenn ihr ein Instrument lernen wollt, gibt es sehr viel bessere Möglichkeiten. Das ist eine Spinne. Auf ihn. Oh Mann. Hier kommt der Rest der Band. Hat ganz schön gedauert. Holt euch die Spinne. Danke, Spider-Man. Alles okay? Die paar blauen Flecken sind okay, solange ich noch die Schlüssel habe. Hier, mach den Kofferraum auf. Charlie Parkers Saxophon. Ja, das einzig wahre. Ich wollte es zurück ins Museum bringen, als diese Typen reinstürmten. Mit diesem Ding hat er sein Meisterwerk aufgenommen. Ornithology, 1946. Bist du Bird-Fan? Mein Vater war einer. Auf normal? Wer spielt auf normal? Ich weiß nicht viel über alte Musik. Alt? Wenn man heutige MCs hört, die synkopierte Akzente nutzen, den Offbeat betonen und mit dem Rhythmus spielen, das ist nicht nee. Als Bebop. Ich würde mal die Überschrift vom Stream lesen. Ich bringe sofort zurück ins Museum. Dann rufe ich meine Versicherung an. Da sollte okay. Es drinstehen. Unglaublich ist normal, echt? Nur an das Telefon reinkäme, mit dem sie mit ihrem Drahtzieher kommuniziert haben. Was ist das für eine Scheiße hier, ey? Also das ist leicht, normal, schwer und sehr schwer, oder? Ich bin der Flexer, okay? Wow. Alle Nullen zusammen ergeben das Wort Passwort als Passwort. Nur ein Mitternachtstreffen mit einem kriminellen Genie. Gar kein Ding. Shit! Ne, zock ich nicht, wird keinen Unterschied machen. Ob so oder ist Kindergarten. Na? Zeit, den Boss dieser Operation auszuschalten und die restlichen Museumsstücke zu finden. Gehen wir, Spider-Bot. Und wenn neues Spiel Plus irgendwann mal kommt, auf Super Hybrid schwer, dann wird es an der ganzen Geschichte auch nichts ändern, ne? Oder was war es im letzten auf Ultimativ, oder?
Kommt bestimmt mit Neues Spiel Plus alles. Hoffentlich ist Connors zu Hause und hat sein grünes alter Ego im Griff. Dr. Connors? Dr. Connors, sind Sie da? Wie lange läuft das Ding schon? Connors Familie. Seine Frau ist wohl mit dem Sohn ausgezogen nach dem ersten Lizard-Fiasko. Nicht, dass es Craven interessiert. Haus ganz für sich allein. Muss einsam sein. Also wenn ich ein Haus ganz allein für mich hätte, wäre ich auf jeden Fall nicht einsam. Na, das kann ich euch definitiv schon mal sagen. Na? Das Zimmer seines Sohns. Da würde ich jeden zweiten, dritten Tag würde ich Gangbangs machen in dem Haus. Na, natürlich ich und noch drei andere Frauen. So wie es sein muss, ne? Ne? Überall. Da wird es sogar Casting Corner geben, ne? Oder Casting Bathroom. Casting Living Room. Ich denke schon, ja. Liebe Schaukel, da wäre auch eine Liebe Schaukel am Start. Zwei Waschbecken. Na? Aber nur eins benutzt. Wäre auf jeden Fall okay. Connors war also hier. Na? Und kämpfte um sein Leben, wie es aussieht. Oh. Süß. Ja, okay, hör auf. Reicht wieder. Oh Mann. Was hat Craven mit dir gemacht, Doc? Nach Spidey zocke ich Dark Souls fertig. Ist er durch? Dann bin ich ja schon fast am Ende. Und danach Final Fantasy. Remake? Nach Final Fantasy Remake zocke ich Dark Souls 2. Keine Zahlen auf der Tastatur. Die Tasten spielen verschiedene Töne. Vielleicht ist der Code ein Song. Ich sollte im Haus nach etwas Musik suchen. Lords of the Fallen zocke ich erst, wenn die Performance richtig funktioniert. Geheimnisse. Das muss genauso laufen wie in Lies of P. Eher werde ich mich mit diesem Abschaum-Game nicht werde ich nicht zocken. Das Spiel ist so zu releasen, für mich ist es vergammelt. Lies of P hat es ja auch hinbekommen. Das war übrigens das erste Spiel von den Entwicklern.
die Lies of P gemacht haben. Terrarien und für Connors erste Test zur Gliedmaßengeneration. Ich meine, wie er seinen Arm verloren hat. Es war ja gut, ne? Hat ja alles funktioniert. Aber ist halt so, ne? Bewegungssensor löste vor etwa 30 Minuten die Sicherheitskameras aus. Ghostrunner? Oh, Ghostrunner habe ich noch nicht gespielt. Er wollte sein Blut überprüfen. Der Alex bestimmt, oder? Na los, Dr. Connors, kämpfen Sie. Oder wer hat Ghostrunner gespielt? Ghostrunner? Raven wird dafür büßen, dass er Connors und seine Familie so quält. Oder heißt es Cockrunner? Er hat nicht gehalten. Eine Stunde gezockt. Genau, wie es Craven gefällt. Aber so vom Spielerischen? Ist das schwer, echt? Und was macht man da genau? War das nicht PlayStation Plus mal? Ja, keine Ahnung. Oh, die Stelle kennt man noch aus dem Trailer, oder? Die Craven würdig ist. Ich werde euch sagen, wie das hier ablaufen wird. Ihr lasst Connor. Klar, das ist aus dem Trailer. Das hat er nicht verdient. Wenn ihr oder Craven ihn weiterjagt, kriegt ihr es mit ihm zu tun. Gameplay ist heftig, ja. Bist aber warned, jedes Mal, wenn du getroffen stirbst, du und fängst von vorne. Echt? Wie? Alle Teams dorthin. Lizard ist auf der anderen Flussseite. Ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ghost Runner ist es so. Ist das von 1800? Da ist es, Ghost Runner. Okay. 12 Stunden für Platin. Ja, okay, ich sehe es. Easy, oder? Easy. Die ist noch da draußen. Die Stadt braucht mich. Spider-Man, jetzt. Aber die Meinungen sind so geteilt bei dem Game, ne? Gibt welche, die sagen, ist nicht so gut. Dann gibt es wiederum welche, die sagen, es ist in Ordnung, es ist gut. Sekunde. Pete? Was ist los? Der Markt? Ja, ich komme hin. Tut mir leid. Ich schreib dir. Wunderschön. Das Wandbild, meine ich.
Ja, komm mal, ey. Der kann sich definitiv eine bessere auschecken, oder? Wird Zeit, dass Pete zurückruft. Hey. Also ich bin schon enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Wie läuft's so mit Haley? Musste abhauen. Der Lizard ist los. Ich bräuchte deine Augen am Himmel. Der Lizard? Außerdem hält Haley mich für verrückt, weil ich Lee finden will. Das tun anscheinend alle. Wir beschützen dich. Ich bin nicht auf Rache. Okay, das ist nicht lustig. Geld hat immer an zweite Chancen geglaubt. Aber wir zocken, deswegen ist es lustig, ne? Es ist meine Aufgabe, euch zu beschützen. Und nicht umgekehrt. Alles klar. Ist ja okay. Ein Game, ne? Ich starte schnell meine Ausbildung. Ist ja nur ein Spiel. Klar, ich weiß, ist doch alles Spaß. Wie gesagt, ist ja nur ein Spiel. Darf man ja nicht zu ernst nehmen. Außer man spielt Dark Souls, ne? Alle raus! Los! Da bin ich kurz aggressiv geworden. Ganz kurz noch. Ganz kurz. Sie verfolgen Lizard mit Drohnen. Vielleicht kann ich das auch. Ein passives Verteidigungssystem? Ja, gut zu wissen. Ich halte mich fern. Sie dürfen deshalb nicht zu uns treten. Ich muss sie loswerden. Sagen wir nochmal das Licht rüber. Oh, das Licht schaut schon krass aus, ne? Schau mich mal an. Hey Mann, also ich hab deinen Feed auf der Kampfstation. Schaut schon heftig aus. Suchen Sie Lizard mit den Vogeldrohnen? Bloß nicht cheaten. Warum? Hab ne Idee. Ich probier's und du räumst das Lagerhaus. Raven interessiert diese Spinne nicht. Was soll das denn bitte heißen? Außerdem hat eure Beute gerade 3 Tonnen Fisch verdrückt. Wieso kämpfst du nicht am Boden? Und will jetzt einen Nachtisch. Hol dich raus. Also, wenn hier jemand Beute ist, dann bestimmt dich Lizard. Oh, ich finde das immer so geil, ey. So. Es wird nie langweilig, dich schurkenvermöbelt zu sehen. Und wir haben das Vögelchen. Kann dein Anzug auf das Motherboard zugreifen? Okay. Ich versuch's mal. Okay. Mein Anzug. So, jetzt hätte ich Hunger auf was Süßes. Unix. Okay. Ich reboote den Höhenmesser und... Es lebt! Wie sehe ich aus? Wie eine Robodrohne, Mann. Und eine Robodrohne, die Lizard aufspürt. Hammer! Das ging ja schnell. Noch... Sieht aus, als wäre ja dadurch. Wow! Okay, das Handling ist echt mies! Wow, das wird übel! Genki! Alles klar? Ja, aber ich glaube, dieser Weg ist blockiert. Kein Problem. Wir sehen uns drüben. Die Garage führt vielleicht zu Genki und Lizard.
Ich muss hier raus. Das stammt nicht von Gang. Sushi. Die Lusttropfen von Oma. Was wohl hinter Tor Nummer 1 lauert? Mann! Wo zum Teufel warst du? Keine Ahnung, aber es war übel. Bei mir auch. Lass uns diesen Lizard finden. Die Drohne hat ihn aber nicht entdeckt. Er ist hier irgendwo. Sein Schwanz hat mich fast erwischt. Ausgerutscht. Mhm. Schauen wir mal, ne, was dahinter ist. Wimmelt es von Jägern? Irgendein Zeichen von Connors? Ja. Genki kann ihn aufspüren. Hey, Mr. Parker! Mr. Spider-Man, meine ich. Aber die Daten sind nicht komplett. Damit könnte ich helfen. Ist das Blut? Hey, Sekunde! Tu es da rein! Eingebauter Scanner? Praktisch. Genki, nicht so schnell! Das war ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab keinen Magen, also... Hinterher! Los, los, los! Nicht weg! Ich darf Connors nicht verlieren. Harry stirbt und nur er kann helfen. Keine Sorge, du nimmst die Drohnen, ich die Jetskis. Spider-Man ist hier. Kann ich das mal ausleihen? Das ist wirklich, wirklich aufregend. Bleib dran, Mann. Achte auf die Drohnen. Keine Sorge, die denken, ich gehöre dazu. Hey, was machst du? Warum ist der jetzt geradeaus, du Idiot, Mann? Versteh ich nicht. Ich hab das gar nicht gedrückt, ey. Los, los, los! Ich hab das nicht gedrückt. Vollidiot, Mann. Ich darf Connors nicht verlieren.
Harry stirbt. Und weiß gar nicht, was war das jetzt schon wieder? Keine Sorge, du nimmst die Drohnen, ich die Jetskis. Spider-Man ist hier. Kann ich das mal ausleihen? Das ist wirklich, wirklich aufregend. Bleib dran, Mann. Achte auf die Drohnen. Keine Sorge, die denken, ich gehöre dazu. Spider-Man! Da, erledigt ihn! Ihr macht eine Yachtparty ohne mich? Fluss, sondern eigentlich ein Salzwasserbad, auf dem Spider-Man gerade kämpft. Der East River. Hi. Pack drauf. Hilf dem Aussichtspunkt. Okay, ich übernehme den Metallmördervogel. Ich sagte doch, du sollst Connors aufgeben. Das geht auf dich. Giftige Wolken. Mehr könnt ihr nicht? Bin ihr fast fertig? Alle Zivilisten in Sicherheit. Und bei dir? Der Kampfhubschrauber ist zäh. Bin direkt hinter dir. Wir kümmern uns zusammen drum. Keine Zeit. Habt ihr gesehen? Der nimmt nach rechts. Der geht alleine. Der ist gerade alleine nach rechts. Ne? Zeit für einen Knall. Oh, nein, nein. Aber okay, alles gut. Alles gut, Mann. Boah, schon schwache Leistung, ne, von ihm. Von Peter. Da drüben, der mit den Ranken. Los, los, los! Krokodil. Ne? Da schwimmt's, ne? Geil, ey. Ne? War jetzt ein Insider, ne? Krokodil ist ein Insider, ja. Wer ist denn kommen? Schon gut, Pete. Ich hab den Tracker. Schon gut, Pete. Bevor er zu weit weg ist. Nein. Ich hab den Tracker. Er hört mir. Alles ist gut. Er hat Riesenzähne. Die hab ich auch. Normalerweise also, ist er nicht so. Irgendwann Zuschauer treffen, dann Krokodil. Ja, auf jeden Fall, so ey. Ist er sonst nicht. Da werde ich aber dann nicht dabei sein. Ne? Laut Tracker ist Connors in der Kanalisation.
Yes, Schaden. I take this. Boah, nochmal. Boah. Luft, aber das nehme ich. Also damit spiele ich sowieso gerne. Aber da habe ich fast gar nichts. Ja. Ein Moment. Ich hole mir schnell ein paar Oreos. Ich habe voll Hunger drauf gerade. Ich weiß nicht, was los ist. Und ein bisschen Krokodil. Na, falls ich nicht mehr komme, dann wisst ihr, was los ist, ne? So. Erstmal ein Oreo, ne? Mhm. Station bei der Upper West. Mhm. Los. Heftig, heftig. Nein, einfach. Aber ich verfolge ihn gerade. Was ist los? Nichts. Klingt aber danach. Meins war unkonzentriert. Wir hatten Lizard fast. Ich bin sicher, er wollte nur helfen. Manchmal ist es einfacher, Dinge selbst zu erledigen. Das ist nicht fair. So sieht's aus. Wir brauchen gerade. Am besten selber machen. Für Harry. Na? Hey. Sag Bescheid, wenn du. Jackson funktioniert ja auch alleine, ne? Sie leben noch. Aber wer weiß, ob die Flamme so viel Glück hat. Yuri meinte, er ist extrem gefährlich. Wir haben keine Ahnung, worum es bei dieser Purpurstunde geht. Und sie stürmt einfach los. Das war nicht schon was von unentdeckt? Hört auf die Das Narrenfeuer ist... Scheiß auf dich. Sagen, ich sehe jetzt ein bisschen schlechter dadurch. Es leuchtet alles. Alles klar. Was ist denn hier los? Yuri. Dieses Rumpeln klingt nicht gut. Soll das normal sein oder? Ich muss bloß zu ihr. Das ist ja brutal. Alter, komm, übertreib. Ach,
Ach jetzt, das ist verbuggt, ne? Das ist verbuggt. Ich habe schon einige Probleme heute gehabt, ne? Auch vorhin mit dem Schwingen über dem Wasser, als ich da hinterher musste. Er schwingt einmal geradeaus, ohne dass ich was drücke, einmal nach rechts, obwohl ich da nicht hin wollte. Aber solange es nur so ein paar Kleinigkeiten sind, ist es scheißegal, ne? Solange ich beim Ausruhen kein Ladebildschirm habe, ne? Ist alles gut. Und ich muss... Kann nur da lang wahrscheinlich... Stunde ereignen? Die Purpur? Ein Lagerhaus, Schrottplatz, Parkplatz, Bibliothek? Wo ist da die Verbindung? Was hat Oscorp mit all dem zu tun? Wieso Brooklyn? Meine Funken. Ich habe gehört, dass sich einige von euch Sorgen machen wegen unserer Verluste beim Krankenhaus. Mich besorgt, dass ihr sie als Verluste betrachtet. Die Funken, immer, die gefallen sind, immer, haben sich als unwürdig, immer, erwiesen. Und obwohl wir sie vermissen, sind wir ohne sie nur stärker geworden. Also... Wenn die kleine Miss Yuri und das Narrenfeuer uns besuchen kommen, dann zeigt ihnen, wie würdig wir sind. Vertraut der Flamme. Denn alles brennt. Wer ist der Typ? Jetzt. Ich will, dass das sofort weggeräumt wird. Was ist mit dem Team auf dem Dach? Du hast hier nichts zu sagen. Weg. Sofort. Yuri ist hinter den Trümmern. Wenn ich die Kultisten ausschalte, kann ich zu ihr und zur Flamme. Moment. Die stellen Sprengstoff her. Sie warten also nicht auf die Purpurstunde. Sie wollen sie auslösen. Ich kann es spüren. Was mache ich jetzt? Ich glaube, du sagtest, sie wäre allein. Das war ich scheiße auf euch. Zu erkennen. Du bist spät dran, Narrenfeuer. Oder hat man dich vergessen? Wusstet ihr das nicht? Nur Spießer kommen pünktlich zur Party. Ist der neue Ausdruck für die Flamme? Wo soll diese Purpurstunde sein? Ist Brooklyn das Ziel? Brooklyn ist erst der Anfang. Was wollt ihr eigentlich? Es geht nicht darum, was wir wollen. Es geht ums Schicksal. Ziel erfasst. Oh, du Bastard, ey. Jetzt weg mit den Trümmern. Sauber, Alex. War eine Mammutaufgabe, oder? Sie
Wer sagt denn was von Oscar? Halt! Das Narrenfeuer selbst! Genau wie ich es prophezeit habe! Nein! Ich wusste, dass du es drauf hast, Yuri. So, das hält den Druck aufrecht, bis ich... Wer die Flamme will, muss erst an mir vorbeikommen. Dann wirst du gleich eine Menge Blut schlucken. Du musst ihn töten, Mr. Yuri. Danach mache ich dich fertig. Die Flamme muss sterben, Spider-Man. Je länger er lebt, desto mehr Menschen werden leiden. Es gibt andere, weniger traumatische Wege, um ihn zu stoppen. What? Dein Weg wird kein gutes Ende nehmen, Yuri. Vertrau mir. Das ist ein Problem, er ist zu weich. Redet auf sie ein, verprügel sie jetzt endlich, du Idiot. Du warst bei seiner letzten Flucht nicht dabei. Du hast die Leichen nicht gefunden. Du hast sein Gesicht nicht gesehen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Boah, jetzt wird's knackig. Das ist nicht richtig. Er entkommt mir nicht noch einmal. Niemals. Ach, Mann, ey. Glückwunsch. Du darfst dein restliches Leben hinter Gittern verbringen. Und das verdanke ich dir. Hey, Spidey. Wie wunderschön. Ich werde das nur ein kleines bisschen genießen. Geht mir aus dem Weg! Du weißt, dass das nicht geht. Okay, jetzt kommen diese ganzen. Geht mir aus dem Weg! Du weißt, dass das nicht geht! Ich will nur das Richtige tun! Wenn du wüsstest, was das bedeutet! Du hoffst! Versuchst! Ich mache! Und du liegst nie falsch! Die Augen auf! Da, alles ist verschwommen!
schon immer. Du hast immer geglaubt, wir könnten beides. Ja, dann wurde ich erwachsen. Okay. Als hätte ich noch nie jemanden gerettet. Oh, und gestorben ist bei dir noch niemand? Das bezweifle ich. Ey, was ist das für eine Attacke, Mann? Diese kleine Haue. Geht mir aus dem Weg! Du weißt, dass das nicht geht. Ich will nur das Richtige tun. Als wenn du wüsstest, was das bedeutet. Du hoffst, versuchst, ich mache. Und du liegst wie falsch. Dann kommt jetzt wieder die Attacke und dann ist schon wieder. Oder ausweichen, ich weiß nicht, muss probieren. Da, alles ist verschwommen. Dir ist es wichtiger, gut zu sein, als Gutes zu tun. Probier's mal mit Ausweichen. Das schon immer. Du hast immer geglaubt, wir könnten beides. Ja, dann wurde ich erwachsen. Du kleine Home, Mann. Als hätte ich noch nie jemanden gerettet. Kleine Home, ey. Und gestorben ist bei dir noch niemand? Das bezweifle ich. Du wolltest doch warten, bis wir hierher kommen. Nach deinem Plan wäre die Flamme doch schon längst. Und du bist nicht die Gerechtigkeit in Person. Jetzt. Wieso solltest du auch? Du bist nur ein Typ in einem Kostüm, der den Helden spielt.30 bin ich jetzt. Also der Bossfall war krass, ne? Nur ich sehe schon das Problem. Alles gut. Du solltest deine Prioritäten überdenken. Denn nicht die eine Person, die ich töten musste, raubt mir den Schlaf, sondern alle, die ich nicht retten konnte. So viel Bosskämpfe gibt's nicht, oder? Ich kenne meine Prioritäten. Ich lasse nicht zu, dass die. Also Bosskämpfe gibt's eindeutig viel zu wenig. Irgendwie. Jetzt bin ich 31.